Oh, sabber, sabber, Ofenkäse, Roulette, Ofenkäse, fein würzig, mal was Würziges auf meinem YouTube-Kanal im Testvideo. Wie sieht er aus, wie wird er schmecken? Wir schauen es uns an. Ups, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich habe mir gerade eben vorgenommen, nicht den Standard-Einleitungsspruch abzudrücken, weil es mir langsam selbst auf den Keks geht. Deswegen sage ich einfach, wir schauen uns dieses Ding hier an, obwohl ich heiße euch trotzdem herzlich willkommen. Aber ich sage jetzt einfach nicht wo. Ich müsste normalerweise sagen, auf meinem Bla. Tue ich nicht. Wir schauen uns an den Rougette-Ofenkäse, mit dem ich schon seit unzähligen Jahren liebäugle. Und ich habe noch nie so einen Ofenkäse gegessen. Übrigens gerade snacke ich hier nebenbei leckeren Ziegenkäse, der mich hier gerade so anlacht. Ich habe noch nie einen Ofenkäse gegessen. Den gab es neulich mal bei Netto, genau im Angebot. Für 2 Euro stand, ich glaube, regulär 3,30. Das ist das Original. Inzwischen gibt es sie auch von allen möglichen Discounter-Marken. Muss man das Licht hier ein bisschen anders stellen. Also man muss nicht unbedingt das Original kaufen, um seinen Ofenkäse zu kaufen. Ich habe ihn schon bei Rewe gesehen, bei Aldi, bei Netto. So. Und ja, was ist das Ganze? Es ist ein Ofenkäse, den man dann so mit irgendwelchen geilen Sachen, zum Beispiel Brot an der Gabel, reintunken kann. Das ist einfach purer Käsegenuss. Schauen wir mal an, was genau drin ist, was das genau ist. Rougette-Ofenkäse, Genuss aus dem Ofen. Die vielseitige Anwendung und die einfache Zubereitung machen Rougette-Ofenkäse immer zu einem Erlebnis. Kombiniert mit Brot, Gemüse oder Obst, bietet der cremig-weißige Ofenkäse eine abwechslungsreiche und genussvolle Mahlzeit. Rougette-Ofenkäse zu jedem Anlass einfach und schnell zubereitet. Für ein gemütliches Essen zu zweit, als heißer Tipp für die nächste Party, im Kreis der Familie oder wenn überraschend Besuch kommt. Wie bereiten wir ihn zu? Ofen vorheizen, das läuft gerade schon. 200 Grad, habe ich 200 Grad? So ein bisschen mehr. 200 Grad Ober-Unterhitze, dann lässt man ihn erstmal auf der mittleren Schiene, wenn man ihn ausgepackt hat, 10 Minuten backen, einschneiden, Kanten aufklappen und dann nochmal 8 bis 12 Minuten backen. Die Zutaten sind pasteurisierte Milch, Rahmsalz, mikrobielles Lab, Farbstoff, Paprika-Extrakt, Milchsäurekulturen und Reifungskulturen. Nährwerte kann man sich anschauen, ist natürlich ein Käse, 350 Kalorien, 32 Gramm Fett, Eiweiß ist auch ordentlich was drin und die gibt es dann auch noch in den leckeren Sorten cremig Milch, Gartenkräuter oder bunter Pfeffermix und Chili. Ich habe mir den Klassiker genommen. Aha, was ist das? Kann man auch noch reifen lassen? Ah, Rougette Ofenkäse ist aufgrund seines besonderen Reifeverlaufs umso cremiger, je näher das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist. Ah, das ist also auch so, dass das hier ein Kamba ist, der dann tatsächlich länger, also wenn man ihn länger reifen lässt, cremiger wird. 18.02. ist er haltbar. Bis circa 2 Wochen vorher müsste jetzt also so ein Mittelding quasi sein. Optimale Cremigkeit, das ist ja alles optimal. Also er wird würziger, je länger man ihn liegen lässt. Der Rougette Ofenkäse. Boah, ich freue mich riesig auf dieses Teil. Ich habe mir dazu so Weißbrot geholt, was ich mir dann in so Würfel schneide und dann wird das da einfach reingetunkt. Packen den jetzt einfach mal aus. Okay, so sieht er aus. Hier haben wir so ein Holz. Ja, das Video ist gerade ein bisschen abgestürzt. Wir schauen es uns jetzt an. Also hier ist das Holzkörbchen. Hier soll der Käse dann ohne die Folie rein. Packen ihn mal aus. Boah, geil. Boah, ich freue mich. Ich freue mich. Ein richtiger Batzen. Guckt es euch mal an. Richtig geiler Käse. Stopfen wir hier rein. Und jetzt warte ich, bis er offen vorgeheizt ist. Und dann stelle ich das Teil da rein. Und wir schauen uns dann die Zwischenschritte an, wo ich es dann einmal anschneide und so weiter. Gucken wir dann gleich. So, kommen wir zu Phase 1. Den Käse, der jetzt schon 10 Minuten im Ofen war, oben einschneiden. Und dann soll man den quasi so aufklappen. Ja, also öffnen, kreuzförmig einschneiden, an den Vierecken aufklappen. Dann nochmal 8 bis 12 Minuten. Hier ist das Ding. Zack. Der ist jetzt so aus dem Ofen. Oh, er ist schon recht weich geworden. Ich schneide den jetzt hier also ein. Der ist schon, oh, schon gut angeschmolzen. Jetzt soll ich die Ecken nach außen klappen. Okay. Boah, Junge. Das sieht aber verschärft aus hier schon. Sehr geil. Die werden bestimmt richtig geil knusprig, die Ecken. Wow, holy shit. Das sieht geil aus. So kommt er jetzt nochmal in den Ofen für 8 bis 12 Minuten. Und wir sehen uns gleich. Kleiner Zwischenbericht, ihr solltet unbedingt Backblech übrigens drunter machen mit Backpapier, also Backblech steht auf mit Backpapier, es läuft dann über. Der Rand wird schon so ein bisschen knusprig, es dauert aber noch schätzungsweise 5 Minuten, also sieht schon mal sehr, sehr geil aus, also ich bin sehr gespannt.
Da ist das wunderbare Schätzchen 10 Minuten weiter im Ofen gelassen und dann noch kurz 2 Minuten unter den Grill gelegt, damit es oben so ein bisschen braun wird. Wir sehen hier am Rand, ist das richtig schön knusprig, der Käse. Das ist hier unten auf dem, aufs Blech gelaufen. Das ist so wie bei so einem Käsebrötchen der Rand. Lecker, knackig, knusprig. Und jetzt nehme ich mal hier, wobei ich weiß gar nicht, komme ich durch die Decke durch. Oh ja, ist richtig schön flüssig. Jetzt nehme ich mal hier so ein Stück Brot. Wir wissen ja, dass die irgendwie so getoastetes nehmen sollen. Und jetzt schauen wir mal, was der Käse so kann. Okay, der ist echt sehr, sehr flüssig. Und hier hat man aber auch so eine geile, festgebackene Schicht. Sieht mega gut aus. Oh ja. Oh, lecker. Sehr flüssig. Hätte ich tatsächlich gedacht, dass er ein bisschen zäher ist. Und von der Würze relativ mild noch. Also wer es richtig kräftig mag, man lässt ihn vielleicht noch ein bisschen länger reifen. So fast so was Milchiges. Boah, das kann man bestimmt geil löffeln, einfach diesen Käse. Mmh. Oh. Es ist schon lecker. Ein schöner Genuss, das so zu essen. Der Rand wird bestimmt sehr geil. Man kann das hier sehen, wenn man den nachher so abknuspert. Aber hier vor allem so diese Ecken hier so abzuziehen, diesen Käse. Also wie so ein riesen Camembert, der jetzt hier drin gebacken ist. Lecker. Der Rochette-Ofenkäse. Tut mir leid, mehr könnt ihr nicht sehen. Ich will das jetzt zum Abendbrot futtern, solange er noch heiß ist. Definitiv lecker, kann man gerne mal ausprobieren. Wenn man es, wie gesagt, aber würziger mag, dann doch ein bisschen länger reifen lassen. Der ist jetzt so relativ mild, 2 Wochen vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber eine schöne Sache, so auf dem Tisch, für 2 Leute oder auch für sich alleine vorm Fernseher. Sehr, sehr geil. Gerne eine Meinung von euch, wie ihr solche Produkte haltet. Habt ihr ihn schon mal probiert? Würdet ihr ihn gerne nach diesem Video jetzt probieren? Da würde ich mich über einen Kommentar freuen. Und ansonsten bedanke ich mich mal wieder fürs Einschalten. Macht's gut und ciao.